Showtime! So, Hallöchen, liebe YouTube-Freunde, Hallöchen, alle Leute im Livestream. Ditsch! Wir wollen heute wieder ein bisschen Hearthstone machen. Und das haben wir lange nicht gemacht. Und vielleicht können wir es auch mal wieder öfter spielen. Was ist eigentlich ein tolles Spiel? Ich habe auch schon öfters jetzt gespielt, bloß ich habe es nicht aufgenommen, weil es war immer so zwischen Tür und Angel und zwischen Essen und so. Und deswegen einfach so beim Essen und bla 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 schnell mal gemacht. Und deswegen hat es sich nicht gelohnt. Ja, ich weiß, ich habe auch schon mal Hearthstone aufgenommen und gegessen. Aber ich dachte, ja, hat sich halt so ergeben, weißt du doch, kennst du doch. Und ebenfalls dann, jetzt aber habe ich gemerkt bei den ganzen Spielen, ich brauche bessere Kartendecks. Ich komme gegen diese Singleplayer-Stories nicht weiter, weil die hauen mir da voll die Hucke voll. Aber ist auch egal, ist eine andere Story wieder. Und jetzt ist jemand mit am Start. Wir wollen ein bisschen Hearthstone spielen. Derjenige kann jetzt auch nicht mehr so viel, lange nicht mehr hat und weißt du, hat er ja so. Und deswegen begrüße ich jetzt mal Globuline, sag mal hallo. Hallo. Ja, da ist sie, da ist sie. So, Globuline hat gesagt, Cosima, hast du wilde Karten? Das weiß ich nicht, ob die wild sind. Die meisten sind alle gezähmt von mir, aber wir müssen gucken, vielleicht rennen so ein paar wilde rum. Und das müssen wir jetzt alles klären. Deswegen dachte ich, ihr seid wieder von Anfang an dabei für die YouTube-Leute. Ja. Ihr wisst es, wir sind ja hier Megastars alles. Und bei den Stars ist es so, man möchte gerne bei den richtigen Stars, möchte man von Anfang an dabei sein. Ja. Wenn man jetzt nur so ein kleiner YouTuber, so ein kleiner Livestreamer, da ist man natürlich, macht man nur 5-Minuten-Videos, weil man erwartet halt auch nicht so viel von den Leuten. Aber gerade bei solchen Megastars wie wir hier, Hypnos World, da verlangt man natürlich schon mehr, wie sagt man, mehr Etikette, mehr Arrangement, mehr Umfang, ja, mehr Umsatz und alles und viel mehr Effekte und alles. Und deswegen zeigen wir es halt von Anfang an. Das ist praktisch wie beim Konzern, wo praktisch du siehst am Anfang schon, wie die Leute langsam Stück für Stück reinkommen und sich dann an das Geländer vorne ranstellen, ja, und bis die Halle sich langsam füllt. So ungefähr ist Hypnos World, du siehst es von Anfang an, anstatt praktisch, du siehst nur Schluss vom Konzert und denkst, wie war denn das Konzert jetzt? Keine Ahnung, wir haben nur 5 Minuten davon gesehen. Ja, bei Hypnos voll dieses ganze Konzert. Voll geil, oder? So viel mal dazu zum Thema Konzerte. Was immer das auch bedeuten soll. Ich muss jetzt erstmal überlegen, von wo müssen wir eigentlich dann. Ich glaube, wir machen im Essen-Modus. So, wir gehen dahin. Und wir müssen mal hier jetzt das wegmachen. Das ist der legendäre Chat, wo Millionen von Zuschauern schreiben. Die dürfen wir jetzt nicht einblenden, weil wir wollen uns ja aufs Spiel konzentrieren. So, Globuline, was machen wir denn? Wir starten erstmal rein, oder? Oder was jetzt? Okay, wir starten erstmal ganz feuchtfröhlich da rein, um zu gucken, was passiert. Okay. Und Little Bambi, die Schallöchen. Ich bin ganz da. Na, die Channels. Komm nur herein. Hier ist jeder Mit willkommen. dem Kanal, dass zwei Leute sich unterhalten können privat und drei Leute oder zwei oder sagen wir mal, zwei Leute sich privat unterhalten können, vier Leute privat unterhalten können. Und vielleicht noch sechs oder so. Und dann halt alle und noch mehr. Und gesperrt. Gesperrter Kanal, wo der Livestreamer alleine mit jemandem reden kann, zum Beispiel. Pass mal auf, Globuline, wenn du dabei bist. Ermächtigt ihr. Pass mal auf, Globuline, kannst du meinen Chat, dann meinen Stream sehen? Pass auf, dann ziehen wir gemeinschaftlich Karten. Das haben wir früher mal gemacht. Das sind wir, und ich habe ja ein bisschen Karten. Und. Oh, ich habe. Was? 14? Ich habe 14 Packungen? Junge! Ja, das wird ein langes Weg. Nein, nein, wir nicht. Oh, aber hier war mir. Galakrons Rückkehr. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Die Dragon Balls sind da. Moment, ich warte, Globuline, es wird halt spannend. Das ist spannend. Was ist das, Globuline? Kennst du das? Was spezifisch jetzt? Was soll das? Dürfen wir es nur eine aussuchen oder alle? Alle, soweit ich weiß, oder? Okay, dann such du die erste aus. Also ich fange immer links an. Wo links? Aber ich bin mir ehrlich gesagt echt nicht sicher, du hast mich gerade verunsichert. Gut, Unsicherheit ist gut. Dann kommt was, dann hat man das Gefühl, man hat was Neues. Ein Abenteuer beginnt, Globuline. Was wollen wir wählen? Wähle, wähle weise. Mach die Mitte. Ich wusste, dass du das sagst. Weil du dich nicht entscheiden konntest, welche von links, richtig? Ja. Ja. Okay. Dann los. Was ist das, ein Drache? Ist alles voller Drachen. Warte mal, ich muss gucken. Galakrond, der Eiserne. Hui. Jetzt habe ich einen. Warte, jetzt ich. Ich nehme. Ich nehme den.
rechts unten. Oh, Digga, was ist das? Galagrond, der Albtraum. Ich hab den Albtraum gezogen. Okay, jetzt wieder du, Globuline. Okay, dann nimm mal den über dem letzten, den du gemacht hast, und wetten, das ist ein Lila. Was, den hier, den rechts oben, ja? Ja. Okay, ich nehm den rechts oben. Tick! Oh, was ist das? Ein unsägliche. Oh, du hast es noch gesteigert. Albtraum und unsägliche. Okay, dann ich wieder. Was nehme ich? Was nehme ich? Dann nehme ich wieder links unten. Der Sturm, Glowlin. Oh, wow, die sind abgefahren, die Drachen. Und der letzte geht an mich. Achtung. Oh, was hast du bekommen? Der verdammte Junge, wir haben ein episches Deck zusammengestellt. Das sind ja alle Siebener hier. Das sind die, das ist Exodia. Wow! Das ist abgefahren. Warte mal, ich sehe den Chat nicht. Ich sehe gar nichts hier. Moment. Lalala. Das ist, hier ist alles verschoben. So, jetzt mal. Das ist, wow. Boah, wie viele Kartendecks ich habe. Wenn du dich so ein bisschen auskennst, Globuline, was wollen wir, sollen wir denn zuerst von diesen... Wir machen nur ein Kartendeck noch auf. Ich mache immer nur eins pro Aufnahme normalerweise. Und was sollen wir denn für ein Kartendeck hier nehmen? Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Auswahl. Wir haben drei, da wo drei sind. Da ist nur eins, das sollten wir vielleicht lassen. Also vielleicht sollten wir das nehmen, was irgendwann verfällt oder so verfault oder sowas. Kennst du dich da aus, was wir da nehmen sollten? Naja, ich glaube, die unten sind, sind die älteren. Meinst du? Wildkatze! Ja. Wollen wir eins von ganz unten nehmen? Mhm. Oder willst du lieber ein anderes nehmen? Nee, mach unten. Go for it. Okay, da haben wir drei. Okay, also bist du bereit? Oder warte kurz auf mich. Ich muss kurz Lulu machen gehen. Und auch Lulu muss mit ins YouTube-Video. Ist klar. Auf der Welt. So. Oh, ein bisschen frisch hier. Okay, wir nehmen drei. Bist du bereit, Globuline? Globuline? Ja. Okay. Ja, bin da. Okay, warte, geht los. Moment, ich muss mich vorbereiten, geistig. Bitte nicht stören jetzt. Ja. Moment, ich muss magische Zahlen sprechen. Salonia, Sindalo, Kanimi. Ja, noch nie neisig, Donis. Okay. Ich würde sagen, warte mal. Ein Ich, ein Du, ein Ich, ein Du, ein Ich. Ich würde sagen, warte mal. Ein Du, ein Ich, ein Du, ein Ich, ein Du. Okay, dann fang du an. Hm? Welche zuerst? Mitte? Na, sag einmal die Mitte. Oh, warte mal. Oh. Die Mitte geht nicht, weil die leuchtet gelb und die andere ist blau. Die darfst du nicht. Du darfst also die Mitte nicht und rechts oben darfst du nicht. Die müssen wir zum Schluss leider machen. Das heißt, du musst einer von den anderen dreien auswählen. Okay, dann nimm die linke von der Mitte aus gesehen. Also hier sozusagen, die, ja? Ich kann es nicht sehen, der Stream ist ein bisschen nach hinten. Nicht schlimm, ich warte. Das ist die von links oben, richtig? Ja. Okay, dann los. Warte, ich muss magisch machen. Oh.
Du hast Segen der Weisheit gezogen. Oh. Ein Paladin. Welch ein Zufall, dass der Krebs wieder den Paladin zieht. Das ist anscheinend eine Paladin-Krankheit beim Krebs. Nicht schlecht, Mann. Das nicht ein Zufall ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, dann nicht. Ich will genau diagonal gegenüber. Oh Mann, zerschmettern, das passt zu mir. Ja, fügt einen Diener 2 Schaden zu, zerschmettern. Ein Krieger. Welch ein Zufall. Ein Paladin und ein Krieger. Okay. Dann, jetzt darfst du eine von den 3 wählen. Nee, dann die einzige, die nicht geleuchtet hat. Okay. Dann die also. Oh, was ist das? Scharf schießen. Oh, jetzt schießt du auch noch scharf. Jetzt schießt du scharf, die Globuline. Guck mal hier, ein Geheimnis. Ein Geheimnis, nachdem euer Gegner einen Diener ausspielt, werden diese 4 Schaden zufügen. Böses Ding, Sebumse. Okay, dann würde ich sagen, du darfst, ich nehme die blaue und dann wirst du die gelbe sozusagen bekommen. Okay. Okay. Schädelbruch. Warum habe ich eigentlich immer so eine abgefuckte, so eine Mörderkarte? Fügt den Schädelbruch und zerschmettern. Ich bin eine Todesmaschine. Okay, Globulin, ihre gelbe Karte. Bist du bereit, Globuline? Ja. Okay. Legendär. Prophet. Oh, eine Prophetin. Du bist jetzt eine Prophetin. Und Priester. Du passt auch schon wieder. Ich sag ja, du hast es mit dem Heilen. Du hast es mit dem Heilen. Paladin und Priester. Du hast also deine Heilausbildung abgeschlossen, kann man sagen. Mhm. Okay, Mann. Die Karte muss ich irgendwann mal in mein Deck reinsortieren, weil ich habe anscheinend nur Gülle drin. Aber das machen wir ein andermal, wenn wir nicht aufnehmen. Okay, dann war's das. Nun kommen wir zum Bumsdingsen, was immer wir machen wollen. Was wollen wir machen, wenn wir was machen, wenn wir es machen? Warte. Oh, ihr wurde zu einem Duell herausgeladen. Na gut, dann machen wir ein Duell. Was hast du denn so für Level, also gegen die du mich spielst? Also ich habe mein höchster Level ist hier, warte mal, 14. Ihr müsst den Ach, da gibt's ja ein Level. Musst du weitere Karten hinzufügen. Scheiße, ich soll hier noch. Achso, das wird da. Ich habe mein höchster Level ist 14 und 7, glaube ich. Macht das denn einen Unterschied, was für ein Level du da hast? Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht so die große Ahnung von diesen Hearthstone. Ich glaube nämlich nicht. Mir ist es bis heute nicht mal aufgefallen. Also. Naja, es wird schon irgendeinen Grund haben, also sonst wäre es ja seltsam, oder? Hm. Sonst wären ja die Level von. Vielleicht. Was? Eventuell hat das irgendeinen Sinn. Okay, dann will ich einfach was fehlen nehmen, dann nehme ich einfach. Ja, nehme ich natürlich mein 14er Magierin, okay? Wir können es ja testen, dann werden wir ja sehen. Oder nehme ich meinen Paladin? Nee, pass auf, ich nehme Magierin, weil das ist irgendwie so witzig, weil, ja, ich glaube, ich sollte, ich mache die Magierin, obwohl der Paladin, ich kann mich nicht entscheiden. Dann sag du, soll ich Paladin oder soll ich Magierin machen? Also ich würde Magierin machen. Okay, dann nehme ich Magierin. Bäm! Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Keine Gnade, kein Erbarmen, kein Mitleid. Jaina, jetzt kann ich auch deine Karten angucken. Schön. Du kannst meine Karten sehen? Ja, ich gucke ja deinen Stream. Das ist Cheaten, oder? Du müsstest eigentlich dann weggucken, das darfst du ja nicht sehen eigentlich.
Ja, okay, dann guck ich mal. Du darfst eigentlich nicht sehen. Denn ich habe nämlich ganz viele Exodias auf meiner Hand. So. Okay, bestätigen bitte. So, dalle. Das war's. Warte mal, ich muss mal gucken, wo spannend ist. Kommt ja gar nicht. Passiert nichts. Okay, dann geh ich rüber. Oh, warte mal, warte mal, wovon läuft denn hier die Zeit? Was ist denn jetzt los? Du musst doch fertig drücken. Nee, ich hab noch gar nichts gemacht. warum denn jetzt? Ich will noch nicht. Warum läuft noch auf einmal die Zeit neuerdings hier? Was hast du da gemacht? Ich dachte, wir spielen so gemütlich. Warum ist unser Zeitdruck schon wieder? Nur bei diesen Story-Dingern hast du so viel Zeit, wie du willst, wenn du gegen jemanden spielst. Toll. Oh. Glück für mich, Pech für dich. Oh. Gemein. Gemein. Globuline, gemein. Na gut, da muss ich dir halt die Hammelbeine langziehen. Kann ja auch nicht dafür. So. Puff. Weg damit. Fertig. Guck mal, ich war schnell. Aber nicht schmulen, was ich für Karten habe. Oh, eine Katze? Eine Katze, ein Luchs. Ich kenne meine Karten gar nicht mehr. Das ist nicht schlimm, das ist gut. Luchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her. So, zeig mal her. Mein Krokodil beißt dein Luchs im Popo. Ja. Beißt dein Popo. Pfui, nicht machen. Pfui. Oh, ein Bär. Oh, ein Bär oder was? Böses Bärchen. Böses Bärchen. Nicht gutes Bärchen, böses Bärchen. Böses Bärchen. Uff, so, der ist auch böse. Der ist vor allem eklig. Oh nein, dein Dingsbums ist mit Spott im Weg. Das ist nicht gut. Ich habe einen Fehler, glaube ich, gemacht. Jetzt geht die ganze Menschheit unter. Oh, jetzt geht die ganze Menschheit unter. Oh, die Musik wird spannend. Ja, warte mal, wie war denn das mit dem? Ah ja. Fantastisch. Nimm das! Oh, oh, oh! Ups. Ups. Meine Rache folgt auf dem Fuße. Oh. Unglaublich! Mhm. Gesagt er dir das, Hans? Was ja? Soll ich nur tun? Lieb das!
Oh oh, winke winke. Ja, 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 ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal. Den? Den machst du ja dann sowieso. Oh nein, tu mir das doch nicht an! Warum? Na gut. Mann, das ist doof. Ja, früher oder später musst du es machen. Wobei, naja. Ja, ich muss es ja so oder so. Unbedingt. Ich muss es ja so oder so machen. Scheiße. Oh, ja, ja. Das ist ja gut, ja. Ich habe meine schöne Karte geopfert. Oh Gott, hoffentlich klappt das jetzt. Hey, hey, hey. Ui, 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 ui. Echt, kann ich dich nicht angreifen? Was? Oh, schade. Voll gemein, ey. Hallo. Ja. Aha, Wildkatze hat eine Seite gewählt. Tut nicht weh. Miau, bam. Ui. Touchdown! Aha. Ich hoffe, dass dich meine Erfindung gefällt. Oh. Aha, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut, 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 gut. Gut. Puh, das ist spannend. Aber dein Deck ist aber ganz schön gut, glaube ich. Ja, es sind halt alles Wildtiere. Das macht's einfacher. Oh, 7-5, scheiße. So oder so erstmal. Das Dingo! Ja! So. Du Nachmacher! Nicht schön, ne? Ne. Patsch! Kleines Popoklatscherchen. So. Fischlauer gepfeift. Ditsch. Das ist ein Drama, Krokodile. Was soll ich tun? Ich würde sagen. Gespielt. Oh, das hat wehgetan. Oh, Scheiße. Gesundheit oder so? Danke. Das habe ich gleich verloren. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Au. Eigentlich sollte ich deinen Vierer dann deinen Spot aus dem Weg räumen. Scheiße, hat wohl nicht geklappt. Scheiße, Mann. Scheiße.
Jetzt bin ich tot. Geht aber auf den feindlichen Helden, nicht auf die. Ich bin nicht tot. Du bist doch ein Magier, aber ein bisschen wusch, wusch. Wo bleibt das? Tja. Ach, ich ziehe jetzt noch was. Boah, super Karten habe ich hier. Ja, jetzt bin ich tot. Okay, hast du ein bisschen Pech gehabt, die Runde. Nee, meine Karten haben, glaube ich, keine Chance gegen dein Deck. Soll ich gleich nochmal was anderes spielen? Weiß nicht. Nee, wir spielen nochmal. Lass mal nochmal spielen. Okay. Aber ich nehme einen anderen Charakter dann. Dann nehme ich mein anderen Dings. Weil du hast ja viele Vierer, Fünfer irgendwie dabei oder sowas und Sechser und keine Ahnung, Mann. Ja, ich hab's versucht auszugleichen, dass ich halt überall, damit ich nicht halt am Anfang ohne Karten dastehe oder am Ende. Ey, ich stehe kurz vor Level 15. Yeah, glorreich gewonnen! Dankeschön! Die Drachen kommen schon dahin. Okay, jetzt den Paladin. Oder warte mal, ich noch einen anderen gehabt hier? Ich glaube, Magier sind echt blöd gegen einen Dings, wie ich habe. Ich könnte Priester machen. Das ist auch noch ganz okay bei mir. Wieso hast du Angst, wenn ich jetzt mit meinem Paladin gegen deinen kämpfe? Warum ist das blöd gegen deinen? Gut, Paladin weiß ich nicht. Bei Magier ist halt, bei allen, wo zaubern, ist es blöd, weil deren starke Karten kommen erst, wenn du viel Mana hast. Und der Jäger kann dich eigentlich mit nur wenig Mana schon wegklatschen. Deswegen ist es immer ein bisschen blöd. Lass uns trotzdem mal probieren. Okay, aber beim Paladin weiß ich es auch gar nicht. Siehst du, ich habe nämlich einen sehr mächtigen Paladin. Der ist gefürchtet in ganz Hearthstone. Es ist einer der gefährlichsten und gefürchtesten Paladine, die es gibt. Ja. Siehst du, da geht's schon los, zittert. Da geht's zittern schon los, siehst du? Ich habe sogar gegen den Lich King damit schon gespielt. Hat die Sonne eine Karte wählen? Ich will keine Karte. Ich behalte alle. Ich will aber alle behalten. Warte mal. Gegner wird noch blöd. Ich dachte schon, ich muss irgendwas sehen. Das iPad ist ein bisschen langsam, habe ich gerade gesehen. Sogar in deinem Stream bist du schon weiter. Gut. Wer fängt an, du oder ich? Ich, oder? Ich. Und. So. Gebiet. Ja. Ich frage mich, ob. Ich grüße dich frei. Immer Zeitdruck mit nur einem Mana. Schaffst du es trotzdem, so langsam zu sein. So. Ja, ich muss ja strategisch gegen dich kämpfen. Übermenschlich sozusagen. Ich verstehe. Ups. Der sogenannte Überraschungseffekt. Achso, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, das geht nicht. Aber doch, geht. Genau. Warte mal, ich muss hier. Oh, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's hier los. Apokalypse Now kommt jetzt. Oh, eine Bombe explodiert gerade im Wasser. Hier ist ein Bämmchen explodiert. Einsatzbereit. Puff. Cool, wa? Ja, den hätte ich dir jetzt auch empfohlen, wenn du den nicht genommen hättest. Guck mal, noch cooler. Oh nein, ich hasse Gottes Schild. Hör, was ist denn jetzt passiert? Achso, ich habe noch einen. Gut, den habe ich jetzt verschenkt. Dankeschön. Scheiße.
Ich habe meine Zauberkarte verschenkt. Ah, ich mache schon wieder böse Fehler, Mann, die mein ganzes Leben versauen. Na gut, dann übe ich weiter mit meinem Katapult hier. War jetzt. Und wie schmeiße ich das jetzt? Kann ich das nicht wegschmeißen, dieses Katapult? Da leuchtet. Das ist ja sehr schwierig hier. Kostet ganz schön, oder? Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Du hast Verluste eingefahren. Ja, vielleicht. Nein, wirklich. Ich bin mir noch nicht... Okay. Du hast Verlust. Geladen und entsichert. Ja. Jetzt hast du Verlust, siehst du? Warte, ich muss hier kurz. Da klopft es. Oh, jetzt. Böses Tierchen, Dingsbumse. Böses Bumsdingse. Dingelesele. Treffer! Schiff versenkt! Naja, fast. Ach, naja, gut, dann würde ich sagen, gut, das war's dann. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Danke. Beim heiligen Licht! Oh! Eine Nebelkarte! Ach du Scheiße, jetzt kommen sie wieder. Jetzt kommen sie wieder, die Karten. Autsch! Ach komm, das hat nicht wehgetan. Boah. Scheiße, ich kann die nicht ziehen. Lasst mich nachdenken. Nehmt das! Oh mein Gott, das Schild. Ist gut, ne? Nein. Doch! Feuer! Bitte ein! Ich kann verstohlene Diener nicht als Ziel wählen. Na gut, Mo. Das hilft ja nicht. Die wahre Queen, die Schallchen! Ich grüße euch. Oh, nee, ich glaube, dein Deck ist zu stark einfach, Mann. Du hast voll die Brüller hier am Stadion. Ich muss meine Decks auf jeden Fall upgraden, Mann. Ah, hier habe ich keine Chance. So viel zum Thema mächtiger Paladin. Tja. Ich frage mich, ob die Tore sind geöffnet. Ah.
Das Problem ist, dass ich halt keine Chance habe. Die Karten sind echt zu schwach. Schnell und stark zu schaden. Ja, geht ja nicht. Na gut, dann kann ich aber wenigstens so machen. Das war's. So, habe ich da schon mal ein bisschen weniger gemacht. Das war schon wieder. Ich glaube, das war schon wieder bei deiner Angriffsstärke da. 6 macht 10, 13, 14 Schaden schon alleine. Muss es wieder installieren, Wildkatze. Wen soll mein Pfeil treffen? Das war ein Fehler. Gut gespielt. Ach, Scheibenkleister. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Ey, wieso funktioniert das nicht? Danke. Oh, okay. Ja. Das war schlecht. Was soll ich tun? Ich grüße euch. Nein, dieser Zeitdruck. Nein, nein, das lohnt nicht. Nein, das lohnt nicht. Okay, okay, okay. Psst. Nein, ich hab's nicht gemacht. Oh, das ist meine. Wen soll mein Pfeil treffen? Okay, dann mache ich erstmal noch gar nichts. Das ist voll kacke, aber mir hängt das immer, sobald viel passiert. Mann, du hast Glück, dass ich. Ich ziehe Karten, die ich nicht gebrauchen kann. Mann, hast du ein Glück. Ja, gerade echt. Das ist voll. Du hast so ein Glück, Mann. Das gibt es nicht. Ich frage mich, ob. Du hast so ein Glück. Das gibt's nicht. Sie werden nicht wissen, wie ihn. Sorry. Gesundheit! Oder sowas. Von Hexer. Hex Gesundheit. Danke. Schnell und staub zu Spott ist im Weg. Na ja, gut, dann halt so. Genau, jetzt hast du mir die Entscheidung abgenommen. Okay. Jetzt hast du mir die Entscheidung abgenommen. Du sammelst doch schon wieder für Exodia, gib's doch zu. Danke. Bitte? Ja. Wen soll mein Pfeil treffen? Kein bitte. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Jetzt krieg ich gleich eine Zauberkarte und dann ist Schluss mit lustig. Nimm das! Ach Mensch, ich will das nicht machen. Ganz schön dramatisch. Mein armes Tierchen. Hm. Okay. Jetzt. Ich muss ja auch alles echt in Slow Motion machen. Oh, noch so ein Ding. Genau, diese Karten, die kann ich nicht zerstören. Das ist mein Problem. Ich habe nicht so viel Macht, um die zerstören zu können. Du bräuchtest eigentlich, glaube ich, nur so einen, der allen Schaden macht. So ein Batsch. Weißt genau, das war, glaube ich, im Magier-Deck war das, glaube ich. Mhm. Ja, das ist hier, glaube ich, nicht. Ich frage mich, ob... Ich muss ja auf Angriff gehen. Ich muss auf Angriff gehen. Sie werden nicht wissen, wie ihn geschehen. Aua. Einsatzbereit. Oh je.
Du Nervensäger. Nee. In den Kampf. Uff. Doing. Ein epischer Kampf. Oh, echt jetzt? Wow. Das war's, glaube ich, oder? Zurück der Film 6, macht 12. Ja, das, muss, ja. Das reicht. Oder hast du noch Karten, die du spielen möchtest unbedingt? Nee, ich hab nichts. Okay, dann mach ich's kurz und schmerzlos. Damit halte ich dich nicht auf. Scheiße. Warte, das dann muss ist dein Deck zu stark für mich. Seine Rache folgt auf dem Fuße. Tja, ich hab den mächtigsten Paladin besiegt. Ja, ich bin aber dafür eine Stufe aufgestiegen. Meine Krone wackelt zwar ein bisschen, aber ich bin aufgestiegen. Eieieiei. Das war heftig. Und nu? Jetzt ist Wildkatze dran. Nee, Wildkatze muss jetzt immer sehen. Und ist, im Moment haben wir wollte ich nicht so lange die Aufnahme machen. Machen wir mal beim nächsten Mal, wenn sie spielen will. Nicht so lange machen. Ja, wir machen manchmal mit zwei Leuten, aber manchmal machen wir auch nur mit einem. Mit einem. Okay. Das war's dann, oder wollen wir noch was machen? Von mir aus können wir noch eine machen, dann zeige ich dir meinen. Aber ich habe ja keine Chance, deine Karten sind anscheinend doch zu stark. Ich nehme ein anderes Deck. Du hast, ich hätte vorhin schon den Priester genommen, aber du wolltest nochmal, dass ich hier... Warte mal! Ja, mache. Nee, lass mal noch mal spielen gegen deinen Dings. Ich habe meinen Priester nämlich gar nicht gespielt. Der ist nämlich Stufe 26. Den habe ich nämlich gar nicht gesehen. Siehst du, fällt mir nämlich... Ich habe gar nicht gesehen, dass ich hier noch einen weiter scrollen kann. Ja, gegen meinen Priester nämlich. Der ist nämlich... Gott, der war gar nicht mein Priester, oder? Nee. Was habe ich nach ihm gespielt gehabt? Den Paladin. Paladin. Und den Magier. Es fehlt aber noch der legendäre, überkrasse, unglaubliche Stufe 26-mäßige Priester. Okay, also ich soll jetzt nochmal Jäger spielen. Spiel mal nochmal Jäger jetzt gegen meinen Priesterin. So. Jetzt ändert sich das vielleicht mal. Okay. Jetzt hau ich dir die Hucke voll. Jetzt soll jedes aus der Farm Strafearbeit machen. Nein. Nicht schon wieder Rasen. Weißt du, auch ein Kurs nicht geben. Ja, ich habe meine Decks sind ja alle zu schwach. So, zeig mal her. Okay, zack. Wildkatze, du hast ja selber gesagt, du musst erstmal installieren alles. So. Jetzt kommt der Priester. Ich werde euch jetzt die Absolution erteilen, Globuline. Ich bin gespannt. Ja, denn das ist das Deck einer Meisterin. Naja, jetzt müsste ich eigentlich auch vom Zufallsprinzip her langsam mal verlieren. Das war's. Das war's. Achso, dann würde ich erst mal sagen... Gut gespielt. Ah, nee, Entschuldigung. Grüße. Ein starkes Deck bauen, dass du mal gewinnst. Das stimmt. Wir haben uns nie Zeit, das mal zu bauen. Kannst du das eigentlich sehen, wenn ich diese Effekte hier mache? Siehst du die? Nein, leider. Achso, sonst hätte ich dich, aber cool, wenn. Sonst hätte ich dich ablenken können, so ein bisschen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Gutes Bumsding sie bekommen. Oh, gutes Bumsding sie überall. Ich würde sagen, wir machen, was ist das hier? Ah ja, das war das mit dem Heilen, okay. Machen wir es mal das hier. Twing.
Ich mag Priester Dex. Auch mein Lieb. Das hier mag ich gar nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal. Na gut, okay. Mal weg. Hat die Karte hat dich auch gestört, oder? Deswegen habe ich sie dir weggemacht. Dass sie dich nicht mehr belästigt, diese Karte. Sehr, sehr. Ja. Danke. Mein Rekord war eine Karte mit 35 Leben und 35 Schaden. Ich muss schon wieder, Lulu. Ich warte noch kurz. Du warst doch erst. Was hast du denn getrunken? Ich bin eine Lulu-Meisterin. Meisterin. Aber nur, wenn ich Kaffee getrunken habe. Lulu-Meisterin! Oh. Ja. Schön. Was mach ich jetzt? Bin mir ein bisschen ungewiss jetzt gerade. Ich würde sagen, wir machen das so. Und dann mache ich das so. Oder? Mehr weiß ich jetzt auch erstmal nicht so genau. Ich möchte die anderen Karten noch nicht bringen, weil die sind alle so schlecht. Miss Sunshine! Dietsch! Gepfeif! Ah, Wupperwiesel kennt sich mit Harz noch nicht aus. Den kann ich also richtig platt machen. Das ist sehr gut, Wupperwiesel. Sagt Lulu auch in Deutschland. Dachte, das ist nicht. Nein, Lulu ist off the world. Lulu ist off the world. For you and me and paradise. Da, endlich ist er weg. Das war jetzt sehr gemein von dir. Oh, was ist denn da jetzt gekommen? Oh, ich habe mächtige Karten. Ganz mächtige Karten. Ich bin die mächtigste der mächtigsten. Ich bin so mächtig, dass ich nicht mal weiß, was ich jetzt spielen soll. Du brauchst ein paar Diener, oder? Du hast nur Zauber. Du darfst gar nicht meine Karten gucken. Deswegen gewinnst du immer, weil du meine Karten guckst. Ja, so, deswegen. Ich guck gar nicht dauernd. Ich habe nur gerade genau hingeguckt. Ich sehe es gar nicht. Das ja doch, deswegen gewinnst du, weil du guckst meine Karten. Das ist ungerecht. Und dann hast du noch bessere Karten und guckst meine Karten. Wie soll ich denn da gewinnen? Ist ja gut, okay, ich guck weg. Ja, jetzt kennst du ja schon alle Karten. So darfst du gar nicht gegen mich spielen. Eigentlich musst du aufgehen, weil du hast eigentlich völlig schon mal. Was mache ich denn jetzt nicht? Nee, ich will die jetzt nicht spielen. Was mache ich denn jetzt nicht? Hier ist gar nichts so. Ich muss Lulu. Warte mal kurz. Ich zöge das mal hinaus. Wen soll mein Pfeil treffen? So, los. Was denn jetzt? Achso, du hast fast gespielt, okay. Also, Wuppi, du bist schon ganz schön voreingenommen. Wer ist eingenommen? Wupperwiesel. Hearthstone scheint sein LS-19 zu sein. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Ich habe nicht genug Mana. Dummes Gottesschild.
Gefällt dir das? Naja. Schöne Karte, ne? Ja gut. Wen soll mein Pfeil treffen? Guten Tag, bin wieder da. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Wenn ich was? Wenn du... Na, zeig mal. Dream Sniper. Lol, ja, ich bin neugierig. Ich guck eigentlich nur auf den Chat. Eigentlich. Oh, nee. So. Schnell entscheiden. Gut gespielt. Da kann ich aufgeraucht, deine Armee. Achtung, Zaubertrick. Was? Oh. Oh. Das ist gemein. Ich hab gesagt, ich will lieber Priester spielen. Ich bräuchte noch eine Runde Überlebenskampf sozusagen. Ich habe super Karten, aber ich musste eine Runde überleben. Tja. Die Tore sind geöffnet. Das war's. Die Runde überlebst du doch. Meinst du? Ich denke schon. Ich glaube nicht. Habe ich aus Versehen noch fertig gedrückt. Ach komm, du hast mit Absicht daneben gedrückt. Nee, das backt die ganze Zeit schon. Feindlichen Helm. Mann, kann der nicht mal mehr Schaden zufügen? Ich frage mich, ob... Thank you.
ankert eine leichte Kindsschnote. Auf dem Fuße. Hä, ich dachte, der stellt Lehm wieder her. Hat er aber nicht gemacht. Das hat er nicht beschissen. Eine Spotkarte war nicht dabei, schade. Ah, du hast gute Karten, Mann. Ich bräuchte ein klein bisschen mehr besser, dass ich länger durchhalten kann, so ein bisschen nur. Genau das ist es, was ich gemeint habe mit den Magiern. Weißt du, du brauchst mehr Mana, mehr Zeit. Was soll ich könnte tun? Einfach bup, 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 bup machen, als Jäger. Tja. Das war's, wa? Wildkatze ruft das Bett. Huf, was ist denn jetzt passiert? Ah, jetzt hat er dir Leben gegeben. Ah, gut. Gern geschehen. Hoppala, Globuline. Hoppala. Na, das ist ja mal ein Ding. Upsala. Das sah ja böse aus. Globuline, was passiert denn jetzt? Das war ja böse. Das wird gefährlich. Finde ich auch. Komm, wir machen den mal ein bisschen schwächer. Nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh nein, ich habe mir selber geschaut. Ich dachte, es geht andersrum, hä? Was ist denn jetzt schiefgelaufen? Oh nein, ich habe es, glaube ich, falsch rumgelesen. Oh nein, was ist passiert? Es gibt ja auch noch Möglichkeiten, mich zu besiegen. Ich krieg noch ein Kind hier, Mann. Das ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon zwei gehabt. Oh, 19. Also auf jeden Fall kann ich dich nicht schlagen. Mit 19 hier im Spot, Junge. Ja, doch. Ein Fehler. Da gibt's nur eine Möglichkeit, Globuline. Ich muss den mir holen. Der ist gut. Ja. Den, danke, das ist echt nett von dir, Globuline. Danke, danke, Mann. Das brauche ich. Danke, war echt nett von dir. Vielen Dank. Na, ich bin dann auch fertig soweit. Warte, ich sag nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank, Globuline. Unverschämt. Das geht ja gar nicht. Ach man. 7. Ich lass die Runde los. Oh Mann. Echt jetzt? Ah, okay, das Deck ist auf jeden Fall zu stark. Ich glaube, mein Deck und mein. Ich glaube, mein Deck ist so 3 Level unter deinem Deck, so glaube ich bestimmt. Oh, was ist das denn? Was für ein Level hatte denn deins? Keine Ahnung, warte, ich muss mich konzentrieren. Ich habe hier wichtige. Okay. Wichtige Errungenschaften zu machen. Dann versuche ich zum Beispiel erstmal die hier. Unglaublich! 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 Lenkt dich das ab? Unglaublich! Unglaublich! Das geht so. Oha! Hätte dich nur getötet, als ich es konnte.
Quatsch. Der Spot hat's aber in sich, oder? Ja. Da. Und Shelmon, ditsch, hallöchen. Und hier King Orca, ditsch, hallöchen. Mann, du haust voll die Monsterteile raus, Junge. Das ist unglaublich, Mann. Das bringt jetzt aber halt nichts, weil die sich alle gegenseitig stärker machen. Und dein blödes Mammut da killt alles. Egal. Hallo. Quatsch. Mein Mammut killt alles. Es ist dein Mammut übrigens. Du machst gerade eine du machst eine professionelle Selbstvernichtung gerade. Oh, Junge, das ist ja richtig hier. Oh, ich würde sagen, warte mal. Oh, das hat wehgetan. Findest du nicht auch? Warte mal, ich muss mal hier was ziehen. Oh, das ist gut. Auch nicht schlecht. Oh ja. Nehmen wir das hier. Natürlich. Gottes Schild. Huch, habe ich gar nicht mitbekommen. Tut mir leid. Mann. Muss dich ein bisschen beeilen. Oh nein, ich hab's falsch gemacht. Hast du die Karte die ganze Zeit gehabt? Ja. Du hättest es machen können, als du 20 Leben hattest. Ja, ich mach's immer falsch rum. Herrje. Ah. Ich spiel auch noch schlecht, verstehst du? Du hast schon die besten Karten und ich spiel auch noch schlecht. Wie soll mein Pfeil treffen? Ich glaube. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann passe ich. Jetzt brauche ich die richtige Karte. Gib mir die richtige Karte. Gib mir die richtige Karte. Ja, die richtige Karte. Da ist sie. Das Dingo. Ja. Das ist gut. Die brauchen wir, habe ich recht. Das wird jetzt aber spannend, oder? Die Finsternis wird euch verzehren. Da, endlich, mein Mammut. Dein Mammut. Oh nein, da kommt noch so ein Vieh. Es kann doch nicht wahr sein, Junge. Sie hat 5000 Mammuts auf der Hand. Mensch, das ist doch nicht wahr. Bitte jetzt die Zauberkarte. Was ist das? Ja, toll. Die kann ich jetzt aber auch gebrauchen. Aber ist eigentlich auch egal. Kann sein, dass ich jetzt gewonnen habe? Ach nee, habe ich nicht. Scheiße. Wegen meinem Mann. Ah, doch. Guck mal. Huh? Oh nein. Hm. Na, die nächste Runde hast du mich dann wahrscheinlich. Die Finsternis wird euch verzehren. Oh Mann, Wahnsinn. Okay. Zitze. Rick ist dich tot. Was soll ich tun?
Eventuell. Totale Finsternis wird meine Rache sein. Man bestaune. Mein Hund. Oh, der Köter wieder, Junge. Ist ja nur einer. Ist ja nur einer von uns. Nur eine richtige Karte. Ich brauche nur eine richtige Karte. Gib mir eine richtige Karte. Oh, jetzt hat sie wieder eine Spotkarte. Scheiße, jetzt habe ich keine Chance mehr. Tja. Oh, hast du Schwein gehabt. Der Zugang groß. Ich habe dir Chancen gegeben. Und mein Mammut. Stimmt, hast du recht. Aber ich hatte eigentlich keine Chance gegen diese Karten. Die waren viel zu mächtig gegen mein Deck. Aber ich habe ja eigentlich gut gespielt, finde ich. Also bis so ein paar Fehler, aber ich meine, du hast echt mächtige Karten gehabt. Ja, das ist die Runde ist halt davor. Davor hatte ich die Möglichkeit zu gewinnen, sagt Klecko. Scheiße. Zu spät. Und Hallöchen, Klecko. Ditsch. Na gut. Nein, hattest du nicht. Ich hatte dreimal die Wirkungskarte. Oh, guck mal, ich habe hier was. Später muss spielen 30 Karten aus. Was? Ich krieg hier irgendwas. Oder was? Krieg ich hier was? Sag bloß, ich hab was bekommen. So, haben wir erstmal genug gespielt? Hab ich was bekommen? Ja, guck mal, ich habe jetzt 17 Kartendecks zum Aufmachen. Junge, das ist ja verrückt. Guck dir das an. 17, jetzt haben wir da unten das Schatz 3, wo wir eins weggemacht haben, und haben wir jetzt wieder 5. Das ist Wahnsinn. Wir haben 17 Kartendecks zum Aufmachen. Junge, das ist unglaublich. Wenn ich die alle aufgemacht habe, bin ich ein Gott. Dann würde ich sagen. Da kannst du ein ganzes 2-Stunden-Video draußen. Cool, ne? Karten auspacken. Nee. Wir machen das immer mit dem Zuschauer, also immer mit dem Spieler zusammen. Hm. Haben wir schon immer so gemacht. Ja. Ach so. Das ist magischer, das macht viel mehr Spaß so. Und dann kommen auch ganz besondere Karten bei raus. Ja, wir haben schon ganz viele legendäre und epische und alles mögliche gezogen. Mhm. Mit Wildkatze zum Beispiel, mit anderen Leuten. Ja. Okay. Erzähl. Ich hab's nicht noch nie mit jemand anderem gespielt, sind immer nur diese Story-Modus. Nee, muss mal in die Playlist gucken bei Hearthstone. Wir haben eine Playlist bei YouTube. Ja. Ich bin noch nicht ganz durch. Nee, ich glaube nicht. Glaube ich auch, dass du die 1500 Videos noch nicht angeguckt hast. Okay, dann würde ich sagen, Globuline, vielen Dank fürs Mitspielen erstmal, ja? Ich beende dann die Aufnahme und alles und so und gehe erstmal aus dem Ton Discord hier raus, okay? Okay, doki. Dann danke erstmal, ja? Und tschö mit Ö! Tschüss! Tschüssi! So, bin erstmal raus. Okay, das war's für die YouTube-Leute. So ist es. Aber ich hätte fast das Gefühl, dass ich aber. Sie hat mir natürlich auch ein bisschen. So ein bisschen. Manchmal hat sie einfach so mir eine Chance gegeben. Eigentlich hätte sie mich viel früher platt machen können. Sie hätte mich viel früher platt machen können, aber ihre Decks waren zu stark. Also bin ich der Meinung. Und meine Decks sind ja uralt. Die sind ja, keine Ahnung, über ein Jahr schon alt oder so. Da müssen wir irgendwann mal was machen, aber das Problem ist immer die Zeit zu finden, mal sich ein Deck einzustellen. Und vor allem sich auch mal mit dem Thema der Decks zu beschäftigen, dass man mal einfach mal einen Durchblick bekommt besser. Haben wir ja noch nie, ich hatte noch nie einen richtigen Durchblick so richtig. Und schon so ein bisschen, aber nicht so viel, dass man sagen könnte, ja, jetzt habe ich es halt so richtig Schweinepriester-mäßig drauf, aber naja, das wird schon. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Warte mal, hier ist noch so ein. Was ist denn das immer mit diesem komischen Ausrufezeichen, den Questlog und so? Bla bla. Okay, dann würde ich sagen, viel YouTube, Leute, vielen Dank. Das war Globuline und Cosi. Spannende Geschichte, oder? Bitte warten Sie es ab. Was wird als nächstes passieren? Wir wissen es nicht. Aber wir werden es sehen.